Alles in unserem Leben hat irgendwie damit zu tun, womit unser Gehirn Schmerz oder Freude assoziiert. Kannst du damit schon was anfangen? Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich so, und was genau soll mir das jetzt sagen? Genau das klären wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zur 28. Folge unseres Phoenix Nomades Podcasts. Hier geht's alles rund ums Thema Business, Mindset, Video-Editing, wie du in deine Sichtbarkeit kommst mit Videos. Wie du vielleicht mitbekommen hast, ist bei uns gerade wahnsinnig viel los. Daniel ist ja voll in DaVinci Resolve involviert. Fürs iPad da gerade einen Kurs rauszubringen, ist am Videos machen ohne Ende, am Kreieren des Kurses, der Ende der Woche rauskommen wird. Und ja, falls du noch nicht mitbekommen hast und diesen Podcast jetzt hörst, wenn du dabei sein willst und 50% Rabatt auf den Kurs haben willst, dann schreib ihm auf Instagram unter xlima eine Nachricht, dass du bei den Early Adapters dabei sein willst. So viel dazu. Aber auch ich bin in der Zeit natürlich nicht komplett abgetaucht. Höchstens ein bisschen untergetaucht. Nein, natürlich nicht. Aber auch ich bin ein bisschen am Arbeiten, am Vorbereiten und das ist noch gar nicht so in Stein gemeißelt, noch nicht fest. Aber neben dem, dass eben diese Woche, der DaVinci-Kurs rauskommen soll, soll auch in den nächsten Wochen und Monaten vermehrt zum Thema Mindset von uns rauskommen auf YouTube. Und auch daraus wird ein kleiner Kurs entstehen. Darauf darfst du dich auf jeden Fall schon mal freuen. Und ich möchte dir heute so ein bisschen über meine Erkenntnisse des Ganzen berichten, dich mitnehmen auf meine Reise, was ich gerade so ein bisschen erlebe, sage ich mal, wie wir das Ganze jetzt so strukturieren wollen. In den nächsten Wochen, in den nächsten Themen, die wir noch behandeln werden, soll es vermehrt um das Thema Werte und Glaubenssätze gehen. Das heißt, wie du dein Leben in die Richtung ausrichten kannst, die du auch wirklich haben willst. Kurz gesagt, dass du dir nicht mehr selbst im Weg stehst. Denn das ist so ein bisschen mein Thema. Über Jahre hinweg habe ich mir erstens selber eingeredet, schüchtern zu sein und zweitens bei jeglicher Aktion, jegliches, was ich tun wollte, mir selber im Weg gestanden, weil ich mich irgendwas nicht getraut hatte und mich hinter meinen Ängsten versteckt habe. Und dadurch, dass ich diesen Weg gegangen bin, möchte ich dich mitnehmen und dir zeigen, wie du diesen Weg eben auch gehen kannst. Und in den letzten Tagen ist mir dabei etwas aufgefallen, als ich die ganzen Themen nochmal so aufgearbeitet habe, dass man sie auch besser rüberbringen kann. Du hast dich vielleicht auch schon mal mit den Themen Glaubenssätze beschäftigt, bist schon in die Richtung gegangen, deine eigenen rauszufinden oder wie du sie auch verändern kannst. Vielleicht hast du dich auch schon mit dem Thema Werte beschäftigt, welchen Stellenwert, welche Wichtigkeit unsere Werte haben. Denn das ist immer ein sehr interessantes Thema, wie ich finde, denn wenn wir wissen, was uns wortwörtlich wert ist, worauf wir Wert legen, können wir auch ganz einfach Entscheidungen treffen, weil wir wissen ja, was uns wichtig ist und was nicht. So viel zur Theorie, ne? Das ist ja immer einfacher gesagt als getan. Ja, was willst du denn jetzt eigentlich? Was ist dir wichtig? Überlegen wir mal. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall immer, da einen Blick drauf zu werfen und mal zu überlegen, was sind denn deine Werte? Und ja, noch kann ich dir nicht sagen, wo du was zu dem Thema von uns findest, weil es wird alles kommen, deswegen bleib gespannt. Bei dem ganzen Thema ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar hat alles irgendwie damit zu tun, was wir, beziehungsweise unser Gehirn, und das ist oft eben ganz unterbewusst, mit Schmerz, mit Negativität verbinden und was mit Freude, mit Positivität. Das heißt, so wie in unserem Gehirn verankert ist, was für uns böse und schlecht ist, danach werden wir immer handeln, ob wir es wollen oder nicht. Zum Beispiel, du rauchst und möchtest eigentlich mit dem Rauchen aufhören, aber gleichzeitig magst du das Rauchen. Es entspannt dich vielleicht, es gibt dir ein gutes Gefühl, vielleicht auch die Gemeinschaft dahinter, was auch immer es ist. Und deswegen hat dein Gehirn Rauchen mit was Positivem verankert. Völlig egal, wie bewusst dir eigentlich ist, dass es schädlich ist, du aufhören willst. Da hilft die Willenskraft leider nicht, weil für dich, für deinen inneren Kern, für dein Gehirn, ist Rauchen was Positives. Anderes Beispiel ist das Thema Sport. Theoretisch wissen wir wahrscheinlich alle, wir sollten ein bisschen mehr Sport machen, um uns auch gesund ernähren, sportlich betätigen, gesund zu sein. Aber irgendwie haben wir da diesen inneren Schweinehund. Weil unser Gehirn dieses Nicht-Sport-Machen auch mit was Positivem assoziiert. Es ist ja gemütlich, nichts zu tun, einfach auf der Couch zu sitzen zum Beispiel, anstatt sich jetzt anzustrengen und rauszugehen und joggen zu gehen. Oder was auch immer. Und wenn wir unserem Gehirn nicht kommunizieren können, dass das Sporttreiben was Positives ist, weil es macht Spaß, es schüttet Endorphine aus, man fühlt sich gut danach. Solange das nicht gegeben ist, haben wir eine falsche Verankerung in unserem Gehirn. Und erst wenn wir es schaffen, das umzuprogrammieren, werden wir unser Verhalten wirklich ändern. Und das kann man eben auf verschiedene Wege. Sei es über einen langen Zeitraum, zum Beispiel mit Affirmationen oder alle bekannten Tools, die du kennst, die zielen letztendlich darauf ab, unser Gehirn zu sagen, was gut und was schlecht für uns ist, was Schmerz bedeutet und was Freude. Und das klingt ja auch alles immer ganz logisch. Und was für mich so ein bisschen die Erkenntnis war, sage ich mal, dass jegliche Themen in der Persönlichkeitsentwicklung, sei es eben unser Wertesystem, sei es unsere Glaubenssätze
unser Verhalten, unsere Gewohnheiten, alles basiert eben auf dem Prinzip, was wir als Schmerz empfinden und was als Freude. Und ich glaube, wenn wir das richtig verstanden haben, dann fällt es uns auch nicht mehr so schwer, unsere Gewohnheiten und Denkmuster und einfach alles zu ändern. Was sagst du dazu? Dieses ganze Prinzip habe ich von Tony Robbins schon vor einer ganzen Weile. Und wie gesagt, jetzt kam so die Erkenntnis dazu. Und es gibt noch einen zweiten Teil dazu. Zum Beispiel, wenn du in einer Beziehung bist, die nicht mehr läuft, sie aber mal schön war, oder du daran denkst, ach, in der Zukunft, es wird bestimmt noch gut, dann hast du zwei Ausflüchte, Ausweichmöglichkeiten quasi. Du kannst dich in die Vergangenheit flüchten oder in die Zukunft, um der Veränderung zu entgehen. Bleiben wir bei unserem Sportbeispiel. Zukunft, ja, später werde ich mal machen, brauche ich nicht. Oder Vergangenheit, ja, ich weiß ja, dass ich das kann, ich habe das ja alles schon mal gemacht. Dann ist die aktuelle Situation, auch wenn du sie als gar nicht so positiv erachtet, die reicht nicht. Das heißt, selbst wenn du es schaffst, in der Gegenwart dir zu verklickern, sage ich mal, was positiv, also was Schmerz und was Freude ist, solange Zukunft und Vergangenheit nicht synchronisiert werden, hast du immer Ausfluchtmöglichkeiten. Das heißt, unsere Aufgabe ist es quasi, einen Weg zu finden, wie wir selber es schaffen, unser Gehirn umzuprogrammieren, was Schmerz und was Freude ist. Ja, und da, wie gesagt, helfen dir die bekannten Tools. Aber ich glaube, wenn uns das wirklich bewusst wird und dieser Hebel, wenn wir den nutzen können, auch in den ganzen Übungen, diese Emotionen und dieses Bewusstsein mit reinbringen, kann es uns deutlich leichter fallen, uns wirklich zu verändern. Und an dieser Stelle noch eine kleine Empfehlung, denn auch Tony Robbins ist nicht über Nacht auf diese Idee gekommen, sondern hatte eine Inspiration. Und er nennt diese Methode auch die Dickens-Methode. Vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will, denn es gibt diesen schönen Weihnachtsfilm oder auch in 10-millionster Verfilmung. Er heißt immer anders, deswegen weiß ich gerade gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Die bekannteste ist vielleicht Disneys eine Weihnachtsgeschichte. Du kennst vielleicht auch Mr. Scrooge, der als vollkommener Griesgram durch die Welt geht und alles nur als Humbug bezeichnet. Und auch er, oder gerade er, schafft es ja innerhalb kürzester Zeit, sich zu ändern. Warum? Wenn man diesen Film mal aus der Sicht von Veränderung, von Persönlichkeitsentwicklung betrachtet, mit dem, was ich erzählt habe, ist es eigentlich ganz logisch. Der Geist der vergangenen Weihnacht, der Geist der gegenwärtigen Weihnacht und der Geist der zukünftigen Weihnacht. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wenn alle drei Orte, Zeiten Schmerz bedeuten, gibt es nur noch den Weg nach vorne. Du hast Mauern gezogen. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Dann geschieht die Veränderung in kürzester Zeit. So wie in dem Weihnachtsfilm. Und ich muss sagen, das hatte mich inspiriert, dass ich diesen Film gestern geschaut habe. Und ich muss sagen, es ist wirklich interessant, aus dieser Sichtweise, wie gesagt, diesen Film zu sehen. Und wenn du Lust hast, schau dir den Film an und guck mal, wie du das Ganze siehst und was es bei dir vielleicht macht, welche Erkenntnisse du daraus gewinnen kannst. Ich hoffe, diese kurze Episode konnte dir helfen und schon mal einen Eindruck davon vermitteln, was in nächster Zeit von uns auf dich zukommt. Und dich ein bisschen neugierig machen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche. Und wenn du irgendwelche Wünsche oder Ideen hast, was für Themen du gerne behandelt haben möchtest, worüber du gerne mehr erfahren möchtest, dann schreib das gerne in die Kommentare oder uns auf Insta oder Phoenix Nomads. Und dann können wir das natürlich sehr gerne mit einbinden. In diesem Sinne wünsche ich dir eine fantastische Woche. Viel Spaß und das nächste Mal sehen wir uns wieder aus Portugal. Mach's gut. Ciao, ciao.